Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch in Dunkelforst und zwar in Leavin, der Hauptstadt hier unten links von Dunkelforst. Und scheinbar haben einige was dagegen. Ich weiß nicht, was die für ein psychisches Problem hat da hinten. Wir wollen heute mit der Hauptstory Ihr anfangen. da, die Elfenbeinbrigade braucht euch. Ihr seht aus, als ob ihr recht verständig wärt. Lust, ein bisschen zusätzliches Gold mit Arbeit für die Elfenbeinbrigade von Leavin zu verdienen? Ich wurde von meinem Hauptmann gebeten, jemanden zu finden, der weiß, was er tut. Wir brauchen Hilfe in einer heiklen Lage. Wie ist die Lage? Tödliche Geheimnisse. Assassinen. Mord. Und jetzt ist anscheinend auch noch eine Ratsherrin verschwunden. In Anbetracht des Kriegs, der Banditen und der Kultisten ist die Elfenbeinbrigade wie ein Nord, der versucht, ein leckendes Metfass zu stopfen und feststellt, dass er nicht genügend Finger hat. Was soll ich für euch tun? Sprecht mit meinem Befehlshaber, Hauptmann Rian Lior. Ihr findet ihn vor den Stadttoren, wo er versucht, die Adligen zu beruhigen. Sagt ihm, ich habe euch geschickt. Er wird eure Hilfe gut brauchen können, da bin ich mir sicher. Ich werde mit Hauptmann Rian Lior sprechen. wenn ich denn weiß, in welche Richtung. Moment, vor den Toren, das ist in die Richtung. Könnt ihr im Angesicht der Gefahr leserlich schreiben? Ja, warum sollte ich das nicht können? Was? Kommt und sprecht. Portal nach Ferngrab? Wieso habe ich hier ein Portal nach Ferngrab? Das ist Dunkelforst, Leute. Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Aber wir nehmen mal einfach die Abkürzung hier. Ihr habt mein Wort. Falls die Ratsherrin in Leavin oder der umliegenden Region ist, wird die Elfenbeinbrigade sie finden. Also, mehr kommt da nicht? Okay. Nicht jetzt, Bürgerin. Seht ihr denn nicht, dass ich gerade alle Hände voll zu tun habe? Ich bin mir sicher, eine Wache oder einer meiner Brigadisten kann euch helfen. Er hat alle Hände voll zu tun. Ich habe gehört, ihr würdet nach Hilfe suchen. Brigadist Antonius schickt mich. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Die Zahl von Leavins Problemen ist immens. Und nun treffen anscheinend auch noch die Vorhersagen der Waldelfenschützin ein. Verdammt seien diese alten kaiserlichen Geheimnisse. Ratsherrin Jerich ist verschwunden. Und meine Elfenbeinbrigade für meinen Geschmack zu verstreut. Wer wohl diese seltsame Waldelfenschützin sein mag? Erzählt mir mehr über diese Waldelfenschützin und die kaiserlichen Geheimnisse. Die Waldelfin Eveli Scharfpfeil. Sie brachte die Neuigkeit, dass die dunkle Bruderschaft es auf Mitglieder des Ältestenrats abgesehen hat. Alles wegen irgendeines Geheimnisses der Langhauskaiser. Wir nahmen diese Warnung ernst. Doch Jerich verweigerte sich dem Schutz der Brigadisten. Ihr meint, dass die dunkle Bruderschaft Ratsherrin Jerich etwas angetan hat? Bei der Assassinengilde weiß man nie, was man denken soll. Aber Jerich ist verschwunden. Und ich habe nicht genug Brigadisten in Bereitschaft, um ordentlich nach ihr zu suchen. Ihr seht mir fähig aus. Wollt ihr euch etwas Gold verdienen und uns helfen, das Schicksal der Ratsherrin aufzuklären? Ich werde bei der Suche nach Ratsherrin Jerich helfen. Hier, lasst mich eure Karte auf den neuesten Stand bringen. Es gibt Orte, die Jerich im Zuge ihrer täglichen Routine aufsucht. Falls ihr etwas zugestoßen ist, ist es irgendwo entlang dieses Weges geschehen. In der Zwischenzeit überprüft Eveli Scharfpfeil Orte in der Stadt. Sie wollte unbedingt helfen. Was könnt ihr mir sonst noch über die Ratsherrin Jerich erzählen? Ratsherrin Jerich war ein Mitglied des kaiserlichen Ältestenrats damals, als wir noch ein Kaiserreich hatten. Nun ist ihr Titel vor allem zeremoniell. Doch sie hilft weiterhin den Legaten, indem sie als Mittelsfrau bei den örtlichen Adligen auftritt. Die Legaten? Seit dem Zusammenbruch des Kaiserreichs und der Auflösung des Ältestenrats ist Leavin ein unabhängiger Stadtstaat geworden. Gräfin Caro sitzt auf dem Thron, aber die Kammer der Legaten regiert die Stadt. Ihr habt eine Gräfin, aber die Legaten haben das Sagen? Ich denke, die Gräfin ist theoretisch die höchste Autorität in Leavin, doch sie überlässt die Verwaltung der Stadt der Kammer der Legaten. Lovidicus, ein anderer ehemaliger Ratsherr, führt dieses erhabene Gremium gemeinsam mit Tebesako und Amhalu. Erzählt mir von dem Ort, den ihr auf meiner Karte markiert habt.
Ratsherrin Jirich hat feste Gewohnheiten. Täglich spaziert sie am Fluss entlang und macht Pause, um bei einer Höhle am anderen Ufer zu lesen. Während Eveli Schafpfeil die Orte in der Stadt untersucht, die die Ratsherrin öfter aufsucht, solltet ihr jene Orte dort überprüfen. Erzählt mir mehr über die Lage hier in Leavin. Auf dem Papier herrscht Gräfin Karo über Leavin. Doch eigentlich regiert die Kammer der Legaten die Stadt. Die Legaten Tebesa Ko und Amhalu sowie Ratsherr Lovidicus. Sie kümmern sich um die tagtäglichen Aufgaben. Ich bin der Befehlshaber der Elfenbeinbrigade, der Miliz von Leavin. Ihr hattet erwähnt, eure Soldaten wären am Rand der Erschöpfung? In der Tat. Seit dem Fall des Kaiserreichs musste die Elfenbeinbrigade ihre Bemühungen verdoppeln, um die kaiserlichen Legionen zu ersetzen. Wir sorgen für eine aktive Verteidigung im Norden, um den laufenden Krieg im Zaum zu halten. Doch wir haben unsere Hände voll mit Flüchtlingen und Banditen und so weiter. Laufender Krieg? Der Krieg der drei Banner. Sollen die Allianzen um den Rubinthron kämpfen, solange sie uns in Frieden lassen. Ich wünschte nur, ich hätte mehr Soldaten, um sie für diese neue Bedrohung zu entbehren, auf die Eveli Schafpfeil uns aufmerksam gemacht hat. Ich kenne Eveli Schafpfeil. Interessant. Sie traf vor kurzer Zeit ein und hatte eine Geschichte parat, die direkt aus einem Kriminalroman entsprungen schien. Sie sagte, Kaiser Leowigs ehemaliger Vogt wäre von der dunklen Bruderschaft ermordet worden. Ermordet wegen eines Geheimnisses, das die Langhauskaiser betrifft. Ich war bei Eveli, als wir die Leiche des Vogts fanden. Ah, dann müsst ihr die Kameradin sein, auf die sie gewartet hat. Sie wird froh sein, dass ihr eingetroffen seid. Eveli hat ihre Beweise Ratsherr Lovidicus vorgelegt. Die belegen, dass die Mitglieder des Ältestenrats in Gefahr sind. Er hat entschieden, dass es sich um eine glaubhafte Bedrohung handelt. Wo ist Eveli jetzt? Ratsherr Lovidicus hat sie eng bei sich behalten, während die anderen versuchen, aus diesem sogenannten Geheimnis schlau zu werden. Ich bin noch nicht in die Einzelheiten eingeweiht worden. Angesichts von Jirichs Verschwinden habe ich Eveli an Orte geschickt, die die Ratsherrin in der Stadt häufiger aufsucht. Ja, müssen wir jetzt noch ein drittes Mal was über die Lage von Leavin hören? Ich schau mal rein. Auf dem Papier herrscht Gräfin Karo über Leavin. Das hatten wir auch in alles der schon. Der Krieg der drei Banner. Interessant. Sie geht anscheinend schon eine Weile dem Geheimnis der Langhauskaiser nach. Sie ist an Ratsherr Lovidicus herangetreten, um ihm von dem Mord zu berichten. Und hatte Beweise dabei, die andeuten, dass der gesamte Ältestenrat in Gefahr schweben könnte. Ja, wo Eveli jetzt ist, hat er uns ja im Endeffekt gesagt. Ich guck nur mal eben, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Wir haben jetzt verschiedene Punkte sogar. Wir haben einmal findet die Höhle, sucht entlang des Flusses und eigentlich war hier ein riesiges Gebiet gerade noch angezeigt. Nee, das war das dann wahrscheinlich. Noch angezeigt, was sie uns jetzt nicht mehr anzeigen. Na gut. Heißt aber gleichzeitig, dass ich da nochmal rein muss, wenn ich das richtig sehe, ne? Oder kann ich das von hier außen rum machen? Hauptmann, vertraut ihr das Schicksal von Ratsherrin Jirich wirklich dieser Außenseiterin an? Hallo? Nicht auf die Warnungen gehört. Elfenbeinbrigade Söldnerinnen braucht, um ihre Arbeit zu machen. Vielleicht braucht Leavin dann andere Beschützer. Vielleicht brauchen die auch einfach andere Einwohner, die nicht so dämlich sind wie ihr. Ehrlich. Was sind das denn für Zicken? Höher? Ja, ich war gerade noch unentschlossen, wollte eigentlich nicht ins Wasser reinspringen. Aber ich glaube, es ist hier auf der anderen Seite. Das heißt, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Ich soll hier entlang suchen. Habe ich da gerade einen knurrenden Magen gehört oder was? Basti, hast du heute noch nichts gegessen? Brief von Farul Lupus. Oh Gott. Ratsherrin Jirich, ich hoffe, dieser Brief erreicht euch bei guter Gesundheit und bei noch besserer Laune, meine alte Freundin. Obwohl es Jahre her ist, dass ich Kaiser Leowigs Vogt war und ihr Teil seines Ältestenrat war, befürchte ich, dass uns die Geheimnisse der Langhauskaiser weiter heimsuchen. Ihr und andere Mitglieder des Ältestenrats schwebt in großer Gefahr. Dinge, die ihr und eure Kollegen über die Jahre in Diensten der Langhauskaisers getan habt, haben euch ungewollt zum Ziel eines oder mehrerer bisher unbekannter Wesen gemacht. Wesen, das ist ja nett. Natürlich wissen wir beide, dass ihr nur Befehle befolgt habt. Mhm, toller Satz. Und eure Pflicht erfüllt. Leider scheren sich die, die euch jagen, nur wenig um die Gründe.
Würde mich auch nicht interessieren. Sie wollen nur jeden ausschalten, der auch nur das winzigste bisschen über Kaiser Leowigs letztes Geheimnis weiß. Ich wünschte, ich könnte euch mehr Informationen geben, aber fürs Erste ist das alles, was ich weiß. Ich melde mich, falls ich mehr darüber erfahren habe. Seid bis dahin bitte vorsichtig und schlaft mit offenem Auge. Farul Lupus. Ja, Blattgemüse und Geflügelfleisch nehmen wir natürlich auch direkt mal mit. Ja, hier können wir eigentlich nichts mehr machen. Dann müssen wir direkt zum nächsten Punkt. Ja, es tut mir leid, Leute, aber es triggert mich einfach immer diese selten dämlichen Aussagen. Ich weiß, ihr habt ja nur Befehle befolgt. Ihr konntet ja gar nichts dafür, dass ihr einfach abgezogen, also dass ihr einfach geschossen habt und so eine Scheiße. Also, jeder hat ein eigenes Gehirn, jeder kann klar denken und jeder kann für sich selbst entscheiden, ob er Befehle befolgt oder halt eben nicht befolgt. Deswegen braucht man mir mit so einem Mist gar nicht anzukommen. So. Das war das mit der Höhle. Ich wollte gerade sagen, eine Höhle habe ich gefunden, aber ich habe den Punkt nicht gefunden. Es tut mir übrigens auch sehr leid. Aber ich habe im Moment wahnsinnige Probleme mit dem Hals. Ich hoffe, dass ich diese Folge noch einigermaßen durchstehen kann. Und dass nicht zu viele Briefe kommen, die ich vorlesen muss. Brief an Ratsherr Luvidicus. Schon wieder. Oberster Ratsherr Luvidicus, obschon die Zeit, die wir gemeinsam im kaiserlichen Ältestenrat gedient haben, längst vorbei ist, betrachte ich euch nach wie vor als Kollegen und als Freund. Ich weiß, dass ich die Warnung ignoriert habe, die euch die Waldelfin gebracht hat. Ich weigere mich zu glauben, dass die alten Geheimnisse noch Macht haben, eine Gefahr darstellen. Da lag ich falsch. Ich erhielt heute einen Brief von Farul Lupus, den er, sofern die Berichte über sein Ableben zutreffen, wohl abgeschickt haben muss, bevor er ermordet wurde. Und ich fürchte, dass ich verfolgt werde. Ich dachte, ich hätte einen Blick auf eine finstere Gestalt erhascht, die mich bei meinem Spaziergang über die Insel heute Morgen von den Felsen aus beobachtete. Der Anblick hat mich derart erschüttert, dass ich Faruls Brief fallen ließ. Ich bemerkte erst, dass ich ihn verloren hatte, als ich fast schon bei der Höhle war. Das muss mit meinem Projekt zusammenhängen. Mit dem mich Kaiser Morika vor rund 20 Jahren beauftragt hatte. Er brauchte Fürsorger für irgendwelche Lagergewölbe und ich habe sie ihm beschafft. Fürsorger? Habe die Verträge aufgesetzt, die Kosten bezahlt. Aber das ist so lange her. Wenn ich das hier schreibe, spüre ich, wie die Schlinge um meinen Hals enger wird. Wenn ihr dieses Schreiben erhaltet, müsst ihr den anderen davon erzählen. Bringt sie dazu, auf die Warnung zu hören und eure Unterstützung anzunehmen. Das Geheimnis der Langhauskaiser. Okay. Ich glaube, dass es mich dieses Mal tatsächlich das Leben kosten wird. Ratsherrin Jirich. Ratsherrin Jirich? Oh, verzeiht mir. Ihr seid nicht die Ratsherrin. Nicht ganz, nee. Entschuldigt. Ich hörte euch umherstolpern und dachte, es wäre vielleicht Ratsherrin Jirich. Ja, es könnte aber auch der Mörder von ihr sein, ne? Also, wer seid ihr? Oh, niemand Wichtiges, das versichere ich euch. Ich bin einfach nur eine der Gehilfinnen der Ratsherrin. Ich unterstütze sie größtenteils bei ihrem ganzen Papierkram und erledige Botengänge, solche Sachen. Hauptmann Rian hat mich geschickt, um die Ratsherrin zu finden. Er glaubt, sie könnte in Gefahr schweben. Anfangs lehnte sie das Angebot des Hauptmanns ab, doch sie erhielt einen Brief, der sie beunruhigte. Als ich sie das letzte Mal sah, war sie auf dem Rückweg in die Stadt. Sie wollte das Osttor nehmen, doch sie ist nie in ihrem Herrenhaus angekommen. Daher bin ich sie suchen gegangen. Bitte findet sie. Ja, ich finde das immer super, wie die Leute einfach immer alles glauben, was man erzählt. Man kann ja auch mal nach Beweisen fragen oder so. Nein, aber ist schon in Ordnung. Wir müssen wieder zurück, ne? Zur Stadt. Ja! Genau. Das heißt, einmal hier über die Brücke. Es wird auch gerade irgendwie immer schlimmer mit meiner Stimme. Also ich glaube, mehr als eine Folge schaffe ich heute am Stück leider nicht. Ich höre mich ja jetzt schon gruselig an. Hilfe! Hilfe! Helf mir! Ja, wo versteckst du dich denn? Kann ich erstmal die Notiz lesen? Oh. Mist. Die hätte ich nicht lesen sollen. Jetzt weiß ich's. Ich wollte es nicht wahrhaben.
Aber Farul, Lovedicus, Sie hatten recht. Was ist euch zugestoßen, Ratsherrin? Ich wurde angegriffen von einem Assassinen. Ihr müsst die anderen warnen. Die Ratsmitglieder. Leowigs Geheimnis. Es wird unser aller Untergang sein. Ratsherrin Jierich. Irgendwie wäre das jetzt cooler gekommen, wenn sie vorher zusammen... Ratsherrin Jierich! Verdammt, wir kommen zu spät! Miri, du stehst da ganz schlecht mit dem Viech im Hintergrund. Verdammt! Sieht aus, als kämen wir beide zu spät. Es ist genau, wie ich erwartet hatte, nachdem wir die Liste mit den Namen der Ratsmitglieder gefunden haben. Ich hasse es, recht zu haben, wenn jemand stirbt. Ich bin froh, dass ihr es hierher geschafft habt. Habt ihr zufällig gesehen, wer sie getötet hat? Ich habe nicht gesehen, wer sie angegriffen hat, aber bei ihrer Leiche liegt eine Notiz. Das Zeichen der dunklen Bruderschaft. Genau wie bei Pharaoh Lupus. Wisst ihr noch, wie ich sagte, ich würde Lovedicus finden? Nun, das habe ich getan. Und wie sich herausstellt, ist er das Oberhaupt der Kammer der Legaten der Stadt. Ich wünschte nur, es hätte nicht noch jemand wegen dieses verdammten Geheimnisses sterben müssen. Frisch noch einmal mein Gedächtnis bezüglich des Geheimnisses auf. Och nee, das haben wir doch gerade alles erst gemacht. Das Geheimnis der Langhauskaiser. Es hat etwas mit den vier Ambitionen von Merones Dagon zu tun. Ich glaube, sie sind dädrische Waffen. Doch das ist auch schon alles, was wir bislang wissen. Ihr erinnert euch ja sicher, ich habe für Pharaoh Lupus gearbeitet. Er schickte mich auf die Suche nach diesem seltsamen Folianten. Ja, ich erinnere mich sehr gut, aber meinen Char anscheinend nicht. Ich habe einen Brief an Ratsherrin Jierich von Pharaoh Lupus gefunden. Er hat sie gewarnt, dass sie in Gefahr schwebt. Richtig. Und wir haben diese Liste mit den Namen der Ratsmitglieder gefunden. Pharaohs stand auch darauf. Da wurde auch angedeutet, sie alle wüssten etwas über die Ambitionen. Da Pharaoh Lupus ermordet wurde, bin ich davon ausgegangen, dass die anderen auch in Gefahr schweben. Sieht so aus, als hätte ich recht gehabt. Wisst ihr, wo der Rest der Ratsmitglieder ist? Lasst mich mal eure Karte sehen. Hier waren die Ratsmitglieder Valeria und Sophus, als ich das letzte Mal nach ihnen sah. Geht und warnt sie. Überzeugt sie, dass die Bedrohung echt ist. Dann trefft mich am Herrenhaus von Ratsherrin Jierich in der Stadt. Vielleicht können wir mehr über dieses Geheimnis herausfinden. Ich werde die Ratsmitglieder warnen und euch dann an Jierichs Herrenhaus treffen. Ich werde die Stadtwachen den Leichnam der Ratsherren abholen lassen. Man kann sie hier nicht einfach so liegen lassen. Danach gehe ich zum Herrenhaus von Ratsherrin Jierich. Wenn ihr damit fertig seid, nach Ratsherrin Valeria und Ratsherr Sophus zu sehen, solltet ihr mich dort treffen. Geht mit mir noch einmal durch, was wir bisher über die Bedrohung der Ratsmitglieder wissen. Wie ich schon sagte, fing alles damit an, dass ich diesen seltsamen Folianten für Pharaoh Lupus aufspüren sollte. Und Kaiser Leowigs Tagebuch. Es war verschlüsselt, doch ich habe es übersetzen lassen. Das führte mich zu einigen kaiserlichen Verstecken, wo ich erfuhr, dass die Langhauskaiser ein Geheimnis hatten. Genau! Bei dem Geheimnis ging es um die vier Ambitionen von Merones Dagon. Genau. Doch es stellte sich heraus, dass ich nicht die Einzige war, die mehr über die Ambitionen herausfinden wollte. Da war noch eine Horde von angeknacksten Eicheln, die sich der Orden der Erwachenden Flamme nennen. Es sind fanatische Kultisten von Merones Dagon, denen ich schon so manchen Pfeil verpassen musste. Warum ermordet die Bruderschaft die Ratsmitglieder denn? Ich schätze, jemand hat sie angeheuert, um jeden auszuschalten, der etwas über das Geheimnis weiß. Die Frage ist nur, wer war das? Und mir wurde von einer mehr oder weniger freundlichen Dremora namens Lyrant gesagt, dass das Schicksal der Welt auf dem Spiel steht. Natürlich will ich dem allen auf den Grund gehen. Nein, Evelie, da muss ich dich korrigieren. Dir wurde das von mir gesagt, weil diese Dremora nämlich mit mir gesprochen hatte. Erzählt mir mehr über das seltsame Buch, das ihr gefunden habt. Also, Pharaoh Lupus warb mich an, um ein Buch aus einer Zuflucht zu bergen, die einst den Langhauskaisern gehörte. Er verriet mir aber nie, was es war. Und er starb, bevor ich fragen konnte. Das Buch ist merkwürdig. Es hat merkwürdige Seiten und merkwürdige Zeichen. Und ich kann nicht ein Wort davon lesen. Ihr habt ansonsten nichts weiter darüber erfahren? Nicht viel. Pharaoh Lupus' Partnerin meinte, er wollte damit etwas richtigstellen. Doch was genau wusste sie nicht.
Und es ist dädrisch, glaube ich. Ich muss gestehen, dass es sich schon wie eine Last anfühlt, es nur bei sich zu führen. Ich habe auch sonderbare Träume. Aber über die möchte ich nicht sprechen. Ja, die habe ich im Moment auch. Was habt ihr seit Osinium getrieben, Evely? Oh, ich versuche immer noch, mir einen Namen zu machen. Ich war grün wie ein Grashalm, als wir uns in Osinium trafen. Inzwischen habe ich ein paar mehr Abenteuer hinter mir. Aber mit so etwas habe ich mich noch nie herumgeschlagen. Das ist weitaus größer, als vertraglich festgelegt wurde. Vertraglich festgelegt? Sind wir denn hier irgendwo in einem Spiel, wo wir hier was vertraglich festgelegt werden muss oder so? Ja. Gut, dann werden wir die Ratsmitglieder warnen. Ich hoffe, ich reite jetzt auch in die richtige Richtung, weil er zeigt mir das jetzt nicht so direkt. Ne, die sind außen. Der ist ganz weit außen und der ist auf der anderen Seite. Da würde ich sagen, geh mir erstmal auf. Oh, geh mir aus dem Weg hier. Geh mir erstmal auf diese Seite. Ja, ich weiß, da war gerade Holz. Ich muss es leider liegen lassen. Euch zuliebe. Damit das Ganze hier nicht so lange dauert. Ich wollte ja gerade schon einen riesen Bogen drumherum machen. Oh, wenn ich Banner sehe, denke ich immer, das sind Feinde. So, Moment. Der ist irgendwo dahinter. Wir haben nicht mit Gästen gerechnet. Seid ihr hier, um den Ratsherrn zu sehen? Was ich übrigens nicht verstehe, vielleicht könnt ihr mir das ja sagen, woher weiß mein Char eigentlich immer, wer die Leute sind? Also manchmal fragt ihr auch nach, aber wie jetzt zum Beispiel mit der Ratsherrin, hat sie ja direkt gesagt, oh, Ratsherrin so und so. Woher weiß ich denn, dass das die Ratsherrin ist? Ich meine, gut, die kann vielleicht ein eigenes Gewand tragen, aber das sah jetzt eigentlich nicht danach aus. Nein, och, du sollst mit dir reden. Hallo? Geht's noch? Seid ihr hier, um mit Ratsherr Sophus zu sprechen? Ich fürchte, mein Gatte geht gerade mit unserem Hund spazieren. Gibt es vielleicht etwas, bei dem ich helfen kann? Ich muss den Ratsherrn finden. Er könnte in Gefahr sein. Gefahr? Wovon sprecht ihr da? Hat das etwas mit diesem Brief zu tun? Und wer seid ihr überhaupt? Hauptmann Rian hat mich geschickt, um nach Ratsherr Sophus zu sehen. Hauptmann Rian? Ich verstehe. Also wenn euch die Elfenbeinbrigade geschickt hat? Mein Gatte geht gern mit unserem Hund Kaero am Waldrand spazieren. Geht und findet ihn. Ich werde hier für den Fall warten, dass er zurückkehrt. Ihr hattet einen Brief erwähnt? Mein Gatte Velan hat heute Morgen einen Brief von einem alten Freund erhalten. Pharo Lupus, dem Vogt von Kaiser Leovic. Ich habe gleich gemerkt, dass dieser Brief ihn aufgewühlt hat. Doch er wollte nicht darüber sprechen. Daher habe ich auch nicht nachgebohrt. Also geht bitte und sucht ihn. Ja, aber gerade dann bohrt man doch normalerweise nach, damit der andere sich von der Last befreien kann. Aber na gut. Hallo Hündchen. Hey, mein Süßer. Kannst du mir helfen? Hallo Hund? Hundi? Jetzt zeig uns, wo dein Herrchen ist. Zeig es uns. Ich gehe unterwegs nochmal ein Ahnenseide pflücken und du zeigst uns brav, wo dein Herrchen ist. Ja, ja. Ja, komm. Oh. Ich zeig dir gleich, wo dein Frauchen ist. Arme Hundi. Ja, wieso war mir das nur wieder klar? Was dauert denn so lange? Sie sollten... Nein, nicht hingucken. Velan! Nein! Hundi war's. Oh, Velan. Oh, mein Liebling. Was ist geschehen? Ich dachte, Hauptmann Rian hätte euch geschickt, um meinen Gatten zu beschützen. Es war zu spät. Er war schon tot, als ich ihn gefunden habe. Wisst ihr, Velan hat sich seltsam verhalten, nachdem der Brief von Pharo Lupus eintraf. Er hat mir nicht gesagt, was in ihm stand, und ich habe nicht nachgefragt. Bevor er heute ging, hat er mir eine versiegelte Schriftrolle gegeben und meinte, ich soll sie an Ratsherr Luvidicus weiterleiten, falls ihm etwas zustößt. Eine Schriftrolle? Eine Schriftrolle. Verschlossen und mit dem Siegel meines Gatten versehen. Nehmt sie. Bringt sie zu Ratsherr Luvidicus. Ich hoffe, sie hilft dabei, denjenigen zu fangen, der meinen Gatten ermordet hat. Ich werde die Stadtwache rufen. Sie wird mir... mit meinem Gatten helfen.
Na gut, dann lasse ich euch mal alleine. PS, der Hund war es natürlich nicht. Dann reiten wir hier immer geradeaus durch. Dann sollten wir da automatisch theoretischerweise hinkommen. Nur dem Weg folgen. Achso, ja genau. Ich muss erstmal komplett um die Burg rum. Wieso muss ich jetzt gerade an Palworld denken, wenn ich Burg sage? Ach ja, sehr geiles Spiel. Aber nicht zu vergleichen natürlich mit Teso. Was völlig anderes. Moment, dann müssen wir darum. Aha. Der ist jetzt tot. Ach nee. Ich wollte gerade sagen, der ist jetzt tot, der braucht seine Sachen eh nicht, aber konnte ich leider nicht nehmen. An den... Ach so, oh nein. Nein. Falsche Quest. Hundstage. Ja, will ich aufgeben. Ich will weiter die andere... Ach, ich bin so doof. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte erstmal hier weiterkommen. Leute, ich kann doch hier nicht hin und her. Oh, Hallöchen. Hat der Typ sicher nicht gesehen. Ich meine nämlich, das wäre ein Spieler gewesen. Sei denn, er steht jetzt direkt hinter mir und will mir das wegknallen, genau. Wegkrallen. Bleib wachsam. Ich weiß aus berufenem Munde, dass ich in Gefahr schwebe. Natürlich, Ratsherrin. Ich habe gehört, ihr habt dem König das Leben gerettet. Vielen Dank. Ja, gerne. Keine Ahnung, wer ihr seid oder woher ihr das wisst. Tretet zurück und nennt euer Begehr. Ich habe Grund zu der Annahme, dass mein Leben in Gefahr ist. Wenn ihr auch nur eine bedrohliche Geste macht, wird euch der Brigadist in Stücke hauen. Er hat sehr strenge Befehle diesbezüglich. Ich arbeite für Hauptmann Rian Liore. Ich wurde geschickt, um euch zu sagen, dass die Bedrohung ernst zu nehmen ist. Das hatte ich sogar schon vermutet. Wohlan, erzählt mir alles, was ihr erfahren habt. Lasst nichts aus. Ich will alles hören. Die dunkle Bruderschaft hat schon Fallus Lupus und Ratsherrin Jirich ermordet. Lupus? Kaiser Leowigs alten Vogt? Und Jirich auch? Ihr Götter, sie haben es auf den Ältestenrat abgesehen. Sonst noch etwas? Sagt es mir. Das kleinste Detail könnte den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Wir glauben, dass es etwas mit Leowigs Geheimnis zu tun hat. Etwas, was man die vier Ambitionen nennt. Die Ambition? Ich habe diesen Begriff schon einmal gehört. Vor vielen Jahren. Ich muss in die Gezeitenhöhle. Dort habe ich einige Dinge eingelagert und ich will meine Aufzeichnungen überprüfen. In der Zwischenzeit würde ich vorschlagen, dass ihr Jirichs Akten findet. Sie bewahrt sie in einem Geheimfach, in ihrem Nachtschränkchen auf. Ihr habt Aufzeichnungen über Leowigs Geheimnis? Vielleicht. Ich habe die kaiserliche Schatzkammer beaufsichtigt und besitze daher Aufzeichnungen über Einnahmen und Ausgaben. Manche reichen bis in die Zeit von Kaiser Morika. Manche sogar bis zu Durkorach. Ich weiß, ich habe diesen Begriff schon irgendwo einmal gesehen. Ich versuche, mehr herauszufinden. Wie gut kanntet ihr Ratsherrin Jirich? Äußerst gut. Wir waren sowohl Rivalinnen als auch Kolleginnen im Ältestenrat. So war es bei allen Ratsmitgliedern, denke ich. Ihr Tod ist allerdings eine Tragödie. Ich werde sie vermissen. Ja. Nee, Moment. Die führt uns jetzt in die Richtung. Untersucht das Ratshaus. Was vermutlich in der Stadt ist, oder? Ja, genau. Was in der Stadt ist, da müssen wir... Weil dahin zu laufen wäre vielleicht ein bisschen lange. Es wird ein bisschen lange dauern. So, hier müsste theoretischerweise allerdings noch ein Eingang sein, den wir nutzen können. Ja, sehr schön. Und jetzt ist die Frage, müssen wir da jetzt nochmal raus oder... Nee, hier.
Evelyn? Wo soll Evelyn sein? Hallo, Evelyn? Ach, da. Oh, hey, hier drüben. Hast du wieder einen Wutanfall gehabt, Evelyn? Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich habe schon überall gesucht, aber ich könnte eure Hilfe brauchen. Dieser Ort ist riesig. Warum brauchen reiche Leute so viele Zimmer? Oh, aber sagt mir, habt ihr die Ratsmitglieder gewarnt, wie ich es erbeten hatte? Valeria wird geschützt und geht ihre Aufzeichnung durch, aber ich kam zu spät, um Sophus zu retten. Sophus ist tot? Verdammt! War es die dunkle Bruderschaft? Was sag ich denn da? Natürlich war sie es. Es zerreißt mich geradezu. Doch bisher habe ich noch nichts in Bezug auf kaiserliche Geheimnisse oder Ambitionen finden können. Vielleicht entdeckt ihr etwas, was ich übersehen habe. Ratsherrin Valeria hat mir erzählt, Jirich habe Dokumente in ein Geheimfach in ihren Nachtschränkchen verwahrt. Ich wusste, dass ihr helfen könnt. Doch ich hätte nicht erwartet, dass ihr sofort die Antwort parat habt, wenn ihr hier hereinkommt. Gute Arbeit! Ratsherrin Jirichs Schlafzimmer ist oben. Wollen wir einmal sehen, ob wir dieses Geheimfach finden können? Klar. Achso, ich wäre jetzt andersrum gelaufen. Okay. So, Moment. Hier ist das Zimmer. Und da war das Geheimfach. Ratsherrin Jirich, es ist an der Zeit, die Fürsorger zu versammeln und die Ambitionen zu verlagern. Die neuen Positionen der Gewölbe sollten ihre Sicherheit gewährleisten und sie im Verborgenen halten, bis ich oder der Hohepriester nach ihnen rufen. Die Truppen des Verräters waren kommen stetig näher und wir dürfen nicht zulassen, dass ihnen die Ambitionen in die Hände fallen. Dies ist euer offizieller Befehl. Handelt unverzüglich. Diese Zeile ist einen komplexen kaiserlichen Verschlüsselung verfasst. Kaiser Leovig. Ein Geheimfach? Das ist ja toll! Ich meine, es ist schrecklich, dass Leute gestorben sind, aber... Also, was habt ihr gefunden? Es ist ein Befehl von Kaiser Leovig. Er hat Jirich aufgetragen, die Ambitionen zu verlegen, aber die letzte Zeile ist verschlüsselt. Lasst mich das mal sehen. Hm, das ist auf jeden Fall eine Verschlüsselung. Einige der anderen Dokumente, die ich gefunden habe, sahen ähnlich aus. Wisst ihr, langsam beginne ich diese ganze Geheimnistuerei, um die Ambitionen wirklich zu hassen. Euer Bruder Beragon hat uns schon einmal geholfen. Meint ihr, er kann das entschlüsseln? Da bin ich mir nahezu vollkommen sicher. Und Ratsherr Lovidicus kennt meinen Bruder. Wir haben schon ein bisschen über ihn gesprochen, nachdem ich hier ankam. Wenn es hier keinen qualifizierten Schreiber in der Nähe gibt, kann ich nach meinem Bruder schicken. Suchen wir das Kastell Leiavin auf und sprechen wir mit Lovidicus. Ich treffe euch am Kastell Leiavin. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass wir wissen werden, wie man die dunkle Bruderschaft davon abhalten kann, noch mehr Ratsmitglieder zu ermorden, sobald wir das Geheimnis der Langhauskaiser lösen. Wir sehen uns am Kastell. Wie es allerdings mit dieser Sache weitergeht, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.